Ja. Gut. Dann gucke ich gerade mal nach den Feldern. Die werden wir nämlich jetzt dann verkaufen. Die sind mir viel zu weit weg von meinem eigenen Hof. Da müssen wir einfach mal ein bisschen umbauen. Ups, also. Hallo? Hallo? Ja, Herr Schmidt? Hallo? Wissen Sie zufällig, wo man hier den Links bekommt? Also wenn man, sag ich mal, etwas anfangen möchte. Also gibt es hier eigentlich schon einen Stadtrat? Hier. Ein was? Einen Stadtrat. Nee, den haben wir noch nicht gewählt. Wir hatten den Bürgermeister, den haben wir abgewählt. Weil der hat nur Dummheiten gemacht. Ah. Einen Stadtrat oder Gemeinderat wollte man eigentlich ins Leben rufen noch. Oder weil ich hätte halt... Was brauchst du denn? Nee, weil ich würde gerne so eine Art Transportunternehmen aufmachen. Aber nur da bräuchte ich halt, sag ich mal, einen kleinen Start. Ah, Subventionierung? Ja, so eine, so sag ich mal, 500.000 oder so. Oh, damit so ich viel. Mir halt die oder nie, vielleicht schon auch weniger halt, damit ich mir einen Hof mit einer Halle und einem LKW mit ein paar Sachen kaufen kann. So als Transportunternehmen. Ja, da müssten Sie sich eigentlich an den Herrn Stromberger wenden, der ist der Übergangsbürgermeister. Der ist aber diese Woche nur telefonisch erreichbar, weil der ist auf Seminar. Ach so. Müssen Sie mal weiter oben gucken, ob Sie ihn da finden. Ja, dann schaue ich mal. Okay, gut. Der Harry ist auf dem Weg, das Holz zu verkaufen, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, gut, danke. Passt. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Herr Neumann? Ja? Ich stehe hier an meinen Feldern. Ja. Ach, da hinten steht der Drescher, okay. Hat sie erledigt. Ich spring mal rein, bis der Herr Müller da ist, weil Zeit ist Geld, ja. Sie wissen ja. Ja, das weiß ich. Und ist ja bei uns nicht anders. Und hoffentlich kommt er bald. Jo. Tschüss. Tschüss. Arbeiten alle nix an, wollen Geld haben. Also. So, dann dresche ich halt mal wieder ein bisschen selber. Vor allem im Weg hier. So.
hoffen, dass der Ludwig, der Müller bald kommt. Ich glaube, da kommt, da kam er gerade angerannt. Ich habe irgendwas gesehen. Den staube ich gerade, glaube ich, ein. Hallo. Hallo. Gerade schon gedacht, ich staub sie ein. Wo sind sie? Oh. Aber ich dachte, sie... Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich sollte doch die Arbeit vom Herrn Müller abnehmen. Ja, ihr war keiner am Arbeiten. Zeit ist Geld. Ja, ich musste noch erst auf Maybus irgendwie von da oben zurückkommen. Ja, hier, nicht lang schwatzen. Einfach hier reinsitzen und Gas geben. Danke, tschüss. Okay. Dafür bin ich bekannt. Gut. So. Ja, das muss man selber machen hier. Hey, wo ist mein... Ach, da vorne ist mein Auto. Sein Traktor lässt er ja mittendrin stehen. Ja, hallo? Hallo? Ja. Ihr Traktor steht mitten im Weg, der ist ein bisschen ungeschickt. Ich fahre ihn weg. Jo. Tschüss. Ach so, soll... Ach nee, ja? Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ich wollte ihn gerade fragen, ob ich die Strohablage anschalten soll, aber bei Sojabohnen gibt es ja keinen Strom. Gibt es keine, ja. Und das Getreide geht direkt in den Landhandel. Okay, steht hier überhaupt schon was zum Abtanken? Nee, okay. Ich würde bei denen vorbeischauen. Ich gebe denen Bescheid. Okay. So. Gut, dann fahre ich gerade mal rüber und sag denen Bescheid, dass sie da einen Abfahrer hinschicken sollen. Hallo? Hallo, Herr Volker Varuna. Ja, Herr Neumann, können Sie einen Abfahrer rüberstellen ans Feld? Das kann ich machen, ja. Die 67 wird nämlich gerade schon geerntet. Jo, das können wir machen. Gut, denken Sie dran, dass Sie die Menge aufschreiben. Ja, das wegen der Abrechnung. In einen Anhänger und dann passt das. Jo, gut, danke, tschüss. Tschüss. Gut, lübt. So. Dann setze ich mich gleich mal in unseren Traktor und dann fahre ich zum Landhandel. Wegen dem Mist. Ich brauche ja dann wieder Mist. So. Bin mal auch gespannt, wann der Harry endlich fertig ist mit Verkaufen, ey.
gucken, welches Felder ich mir dann kaufe. Was haben wir hier drauf? Weizen und Hafer, glaube ich. Gerste. Weizen und Gerste. Was kosten die denn? Bisschen über 80.000. Das wäre gut machbar. Dann hätte ich noch Geld übrig. Vor allem kriege ich auch noch was von der Ernte. Hallo? Hallo Harry, du, ja? Wie sieht's denn aus mit meinem Holz? Ja, jetzt bin ich gerade zum gefallen, meinen S-Kurven. Scheiße. Aber jetzt steht schon alles wieder. Okay, gut, dann gucke ich das bald, hoffe ich, dass bald Geld reinkommt. Okay. Tschö. Tschüss. Einmal mit Profis, ey. So, dann fahre ich mal zum Landhandel, wo ich das noch ein bisschen Mist krieg. Hallo, Volker Launa hier. So, auf Jürgen Rasex hier. Ah, Jürgen, hi. Ging ja schnell. Ja. Was wollte ich dich denn fragen? Ach so, bist du... Oh, da liegt immer noch ein Stamm auf der Straße. Bist du zufällig an der Werkstatt? Nee. Nein? Nee. Wie schnell kannst du denn da sein? Fast zuvor. Bist du auf dem Weg? Komm jetzt runter dann. Okay. Ich mach noch gar keine Kühe sauber. Okay. Müsst nämlich nochmal. Müsst nochmal bei meinem Anhänger eine Bordwand drauf oder zwei. Ja. Hast du schon was rausgekriegt mit dem Gewächshaus? Nee, der Harry ist umgefallen. Oh. Ach so, waren da die Bäume hinten drauf. Jo. Dauert alles viel zu lang. Ja. Was Zeit Geld ist, hat noch nicht jeder verstanden. Ja. Aber ich habe momentan auch nichts zu tun mehr, leider. Ja, jo, ja, das Gewächshaus auf jeden Fall. Und dann müssten wir nochmal über Grundbuch sprechen. Ja. Ich würde dann demnächst meine zwei Felder auf Felder verkaufen, 24 oder so anbieten. Oder wir kaufen felder.de oder irgendwie sowas. Da habe ich gehört, gibt's irgendwas. Ja, ich meins jetzt auch rein.
Und dann müssten wir bei mir unten, müsste ich mit dir quatschen, dass du mir da welche ins Grundbuch einträgst. Ja. Weil es einfach viel zu weit weg von mir dahin. So, gut, dann treffen wir uns gleich bei dir. Jo. Tschö. Jo. So. Bin ich auch sauber gemacht. Kurz Tablet mal gucken. Ey, mach mal dein Ding hier, CB-Funk aus. Oh, sorry. Jo, ciao. Jetzt los, fährt so langsam hier.